So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shadow of the Tomb Raider. Und heute sind wir mal in der Folge und nicht im Stream. Wir haben ja gestern im Stream gesagt, ich mache auch nochmal so eine VOD-Folge, also dass ihr euch das nachher dann auf YouTube angucken könnt. Auch nochmal ein bisschen, um die Optik zu sehen. Der Unterschied zwischen Stream und der Folge ist schon da, meiner Meinung nach. Könnt ihr gerne mal die Kommentare hinterlassen. Und wenn euch das gefällt, auch gerne ein Like und ein Abo da lassen. Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Ja, geil. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Genau, wir haben beim letzten Mal hier so ein bisschen geskillt. Wir wollten nochmal gucken, wie wir irgendwie Sachen noch craften können. Und das sind ihre Sachen, die wir losschneiden wollen. Ich brauche was zum Durchschneiden. Ach so, stimmt, wir haben kein Messer. Fehlende Ausrüstung. Es ist ein scharfes Objekt dafür erforderlich. Wo mag das sein? Ich brauche Werkzeug, um das zu öffnen. Ach, wir haben ja gar nichts mehr. Oh, das ist ja bitter. Dann Wasserschwein, noch wie süß. Und weg ist es. Ach, das kann da rein. Ich kann da nicht rein. Oh, ich will da auch rein. Es sieht schon hammermäßig aus, oder Leute? Es sieht schon hammermäßig gut aus. Sie guckt da aber auch immer schon so hin, ne? Sie guckt hier so. Oh! Oh, ein kleines Warzenschwein. Warzenschwein, ein Wasserschwein. Wo war's? Ein Wasserferkel. Oh, war das süß. Da ist es. Oh. Mann, du bist so putzig. Wo ist denn jetzt? Das ist die Mama. Und irgendwo da ist das Kleine. Oh, voll süß, ey. Okay, sie guckt wohin? Darauf. Ja gut, vielleicht den direkten Weg, der hier vorgeschlagen wird. Ah, soll das unsere Machete sein? Au, oh nein, oh nein. Ja, das ist weg. Okay, der See ist wohl auch deutlich tiefer, als ich dachte. Das ist interessant. Sollen wir da jetzt reinhüpfen oder nicht? Ja gut, dann hüpfen wir halt. Den schicken Sprung kann sie immer noch, das ist super. Och, Moräne. Das ist unser Freund. Oh, er will uns nur küssen. Er mag uns so sehr. Er hat uns so sehr lieb. Und wir ihn auch. Ne, Moräne? Halt, wir können Moräne noch essen. Wollen wir Moräne nicht essen? Wie sie da hochguckt. Wo guckst du denn hin? Mädchen, was hast du? War das jetzt alles hier? Ja. Da hinten war noch was. Ah, was ist das? Makablatt. Wasserpflanze werden zum Heilen verwendet. Ah, Sixt. Ja, wir können schon ein bisschen Crafting-Abenteuer erst schon hier. Wir haben ja auch so ein bisschen Open World hier. Das gefällt mir ganz gut. Ich mag das ja. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht in irgendwelchen Nebensachen verrennen. Wisst ihr Bescheid, ihr kennt mich ja. So, jetzt kann es losgehen, das wilde Looten. Und das ist doch auch schön. Was ist da? Was war da? Da war ein Schatten. Habt ihr ihn auch gesehen? Ich habe ihn gesehen. Achso, sie hat ja ihren Dolch nicht. Also ihren... Ihr wisst schon. Mann, ich finde das Wasserschwein so süß. Das ist echt mega... Oh nein! Ja. Benutzen Sie Haupt? Ah, okay. Damit kann ich Waffen-Upgrades machen mit Haut. Das arme, tote Warzenschwein. Ach, warum sage ich immer Warzenschwein? Aber immerhin war es schon tot. Das arme, tote Wasserschwein. Da drüben lag noch eins, ne? Das werden wir... Ah, guck mal, das ist so ein Schüttelbaum. Den nennen wir jetzt so. Das sind... ist Laras Lieblingsschüttelbaum. Weil Lara den Baum so gerne schüttelt. Okay, wir schneiden mal hier. Ein geschickter Schnitt.
Entspann dich. Aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Guck mal, das ist ein Frosch. Der ist ja gruselig. Bist du so ein Frosch, von dem ich Gift bekomme? Okay, Bergungsgut gammeln, sammeln, nicht gammeln. Um das Messer zu schleifen. Was hüpft denn da oben gerade rum? Also, Tiere gibt es hier schon ziemlich abgefahren, ne? Ha? Also, wir haben ja auf jeden Fall geskillt, dass wir von Käfern und Spinnen und so Gift sammeln können. Oh, shitty. Was ist ich das? Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt zurück ins Lager. Was ist das? Da kann ich Herausforderungen machen, irgend so Trainings oder was? Was ist das hier? Achso, da brauche ich die Kletteraxt. Okay, also hier sind... Hier können wir so Challenges, Herausforderungszeug machen irgendwie. Das ist dann wohl hier. Gut, auch das zu wissen. Na komm, gib mir noch ein bisschen Haut. Sie nimmt auch immer ein bisschen Blut mit. Das ist schon irgendwie eklig, ne? Ein bisschen eklig ist das sich schon. Ah, ein Schüttelbaum. Mann, komm, wir können ja den ganzen Tag wieder looten, ne? Wow. Ich weiß schon, was ich vorhab. Oh, guck mal, hier noch ein bisschen davon. Dann zwacke ich mir noch hier was ab und da noch was. Und ein bisschen von diesem hier. Und dann will ich noch... da brauche ich meinen Bogen. Ja gut, also da geht's wohl weiter in die Höhle. Oder... Machtkampf. Ein Bericht über interne Machtkämpfe unter den Spaniern. Diese Spanier wieder haben wieder Machtkämpfe unter sich. Besser als über sich, oder? Nee, ne? Meint er, der Joke ist nicht so? Na gut. Warum liegen hier so viele tote Wasserschweine rum? Und vor allem, wer hat diese Wasserschweine getötet und angebissen? Das ist, für mich schon eher hier die Frage. Und wird dieses Etwas oder dieser Jemand mich auch versuchen anzunagen? Guck mal, eine Falle. Oder eine Höhle, oder ich weiß auch nicht, da unten liegt auf jeden Fall was. Ah, guck doch mal diesen Käfer an. Oh, ist der ekelhaft. Pfui. Ja gut. Und von dem soll ich mir dann Gift holen, oder was? Soll das heißen, das ist ein Giftkäfer? Das ist ja wirklich sehr... Ja, genau, Lara. Der Sprung, der war aber jetzt ein bisschen... Der war ein bisschen crazy, hör mal, Liebe. Na, da hätte er auch dich runterfallen lassen können. Das war jetzt nicht so dramatisch. Warte mal, aber da drüben... aber guck mal, wenn so groß da die Käfer sind, dann laufen doch da bestimmt auch so riesige Spinnen rum, oder? Und ich dachte schon, dieser Käfer wäre irgendwie so eine... So ein Chamäleon oder irgendwie sowas. Ach, guck mal, Kaninchen. Oh nein. Das sind Kaninchen. Und Käfer. Das ist ja ekelhaft. Oh, was bist du denn? Oh, was bist du denn? Du bist doch ein kleines Kaninchen. Ja. So ein süßer Fratz. Na, die hoppeln hier alle davon, weil sie denken, sie müssen Angst haben vor mir. Oder sind das kleine Wasserschweinchen? Nein, das sind kleine Kaninchen. Oder? Ja, oder ihr seid so Urwaldkaninchen, Amazonaskaninchen. Das sind die peruanischen Amazonaskaninchen. Wer kennt sie nicht? Ach so, das ist ihre Schaufel. Cool, was habe ich ausgegraben? Geheimnisse. Okay. Oder alles schon so, Mann, geh endlich zurück. Du bist hier fertig. Was ist das? Jacks Tagebuch. Eine Seite aus Jacks Fawcett Expeditionstagebuch. Aha. Dieser Jack mal wieder.
Das ist aber ein schöner Pool. Guck mal, hier kann man, wenn es jetzt noch schöner Nachmittag oder wäre, dann könnte man sich da easy ein bisschen in den Pool chillen. Wie komme ich zurück? Habe ich es verkackt? Ich frage euch ganz ehrlich, liebe Leute, habe ich es verkackt? Komme ich jetzt nicht wieder zurück? Doch, hier hoch, ne? Ja, Doppelsprung, alles klar. Der gute alte Doppelsprung rettet mir hier. Johannisbeeren, wie süß. Na, ihr zwei, guck mal, sind sie schon zu zweit. Eine ganze Familie. Das ist aber schön, dass hier noch Wasserschweinfamilien so frei leben können. Also bis auf die, die tot am Boden liegen. Aber die ignorieren wir jetzt mal. Okay, jetzt geht es dann wohl um Waffen verbessern. Das ist interessant. Das sollten wir beim letzten Mal schon machen. Aber da sind wir nicht mehr dazu gekommen, beziehungsweise ich wusste nicht wie. Ach so, ja, siehst du, Inventar. Ah, Messer. Herstellen im Menü. Gut, das muss ich festhalten. Jetzt hat sich's geschliffen. Wie auch immer, ne? Hört ihr auch Schritte? Da waren doch gerade Schritte. Ach so, mit einem Schleifstein einfach. Das müsste geil. Scharf genug sein. Boah. Killer, ey. Ja, cool. Dann schneiden wir hier das Zeug runter. Irgendwas hält die Vorräte noch. Ja, das andere Seil vielleicht. Wie komme ich da jetzt rauf? Ah, Doppelsprung. Ja, hier. Das ist so eine Doppelsprungwand. Die erkennt man an ihrer doppelsprungmäßigen Art. Okay, das war so ein ekliger Käfer. Den haben wir mal mir nichts, dir nichts einfach gedolcht. Das war lustig. Da muss ich jetzt schon sagen, da muss ich jetzt schon mal kurz lachen. Ja, meine Ausrüstung endlich. Bam, fällt alles runter. Wo geht's hier hin? Oh, ist hier hingefallen. Ich dachte, wir können da oben rauf. Ah, guck mal, ich kann auf Bäume klettern. Hier, wenn solche Dinger da sind. Aha. Aha. Kommen wir da hinten drauf? Was ist das da hinten? Was hängt da? Guck mal, weil hier... Na, weißt du Bescheid? Ja, ganz genau. So sieht es nämlich aus. Schön hier looten, ne? Immer schön am Looten, der Peki. So, oh, ein Schüttelbaum. Monsieur, Monsieur, wir schütteln den Baum. Lass los. Nein, lass einfach. Du musst einfach auch mal loslassen können, Sarah. Warum sage ich immer Sarah zu ihr? Lara. Ja, weil wir uns noch nicht so ganz darauf geeinigt haben, ob wir jetzt Sarah oder Sarah sein. Hier, was mit dem Frosch? Der nicht, der darf leben, oder was? Okay. Wir hatten nämlich da drüben noch diesen Ekelkäfer. Voll auf der Kiste gelandet. Ist das eine Kiste mit meinem Loot? Ah nee, ich brauche das da. Ach, die gelben Kisten interessieren die gar nicht, oder was? Hä, wenn da jetzt wichtige Sachen drin sind? Ist da ein Bogen drin? Oh, wow. Und ein Walkie-Talkie. Und ein Ding, ein Knopf im Ohr. Alles zusammengepackt. Ja, das frage ich mich auch. Hat so eine fette Waffenkiste für einen edlen Bogen. Jemand da? Da hat wohl jemand zu viel Geld. Wo bist du? Verdammt. Ja, der Miguel... Ist wohl irgendwo. Wir sollen nützliche Objekte herausfiltern. Huch, da ist ein nützliches Objekt. Bitte wie? Ach, da hinten. Ah. Ah, hier geht's noch weiter. Diese Höhle war mir bereits noch gar nicht bekannt.
Gibt es noch mehr davon? Oh ja, ganz viel. So, was zeigt er mir denn da an? Wir lassen uns mal spoilern hier. Aha, da kann ich mich entlang hangeln. Das war mir schon irgendwie klar. Also ganz viele. Ah, und das Wasserschwein. Nee, das will ich nicht umbringen. Nee, das finde ich nicht cool. Peggy sagt deutlich Nein zu Wasserschwein. Hm. Wir gucken uns erstmal ein bisschen weiter um. Wir haben jetzt neue Bauoptionen. Ey, guck mal schon, Basane. Da, hier den Käfer, ne? Knack und weg. Ist zu geil. Können wir das jetzt hier kaputt machen? Nein. Oh, ich habe ja nicht so viele Pfeile. Da war ja was stimmt. Und da kann ich zu dieser Challenge-Modus gehen. Genau, hier kann ich rüber. Ich könnte aber auch hier hoch. Aber wo soll denn das hinführen? Wo soll das nur hinführen? Wir können doch mal darauf. Warte mal, da hangel ich mich dann da hoch? Hier hoch? Ach so, hier sind so Kratzer. Ja. Nee, ach so, keine Kratzer am Baum. Kein Baumkratzer. Da will er hoch? Ah, da schau her. Man kriegt tatsächlich für alles irgendwelche Erfolge und Achievements. Wobei das dasselbe ist. Ein Sextant. Ah. Ist das sowas wie ein Praktikant? Nein? Das ist ein Kompass, ne? Und los. Autschi. Autschi wautschi. Darüber wollte ich eigentlich. Ich wollte eigentlich darauf. Geht das nicht? Kommst du da hin? Sie ist so krass drauf. Sie ist so krass drauf. Lecker Pflanzen. Und den auch. Wie so ein Affe hüpft sie hier. Ja, genau. Okay, alles klar. Der Parkour-Champion. Blumenpflücken abgeschlossen. Was bringt's? Nichts. Da würde ich gerne hochklettern. Oh, guck mal, da geht's weiter. Achso. Ja, geil. Guck mal, kann ich diese Vögel eigentlich... Oh nein. Ich wollte das nicht. Sie sind wunderschön. Wie sie einfach so herzlos dann so reinsticht. Einmal so... Das ist so geil. Um sicher zu gehen, dass sie auch wirklich tot sind. Hier, weißt du? Wie bei dem da. Da dieser Käfer. dieser kurze Schmerz, also Stich, ohne eine, mit einer Miene zu zucken. Also, ohne, das ist einfach nur krass. Lara, du bist einfach nur krass. Wo guckt sie denn immer hin? Nee, du guckst nicht das Wasserschwein an, oder? Nee. Sie guckt, wo guckt sie denn hin? Rechts, da. Da hoch. Die Vögel an mir, oder? Da ist der Wegpunkt, ja, schon klar. Aber wieso guckst du da hoch? Was siehst du denn da mit deinen Augen? Mit deinen Glubschis? Da, sie guckt ja immer so hoch. Wir gucken jetzt nochmal, ob wir noch was bauen können. Ansonsten gehen wir dann nämlich gerne dann den Weg weiter. Wir müssen ja da diesen Canyon überqueren. Wobei das ja heute eigentlich, das ist jetzt eigentlich mehr so eine Crafting-Folge, ne? Hm. Wir können das eigentlich auch dabei belassen. Dann sind wir jetzt hier fast 30 Minuten. Sind wir 20 Minuten ein bisschen hier den Exkursionsding machen. Eine Lektion des Survivals. Waffen-Upgrades herstellen. Siehst du mal. Aha. Und jetzt kann ich meinen Bogen
Und was ist das? Recurve-Bogen. Ein Upgrade verfügbar. Und das ist Pukas Herx-Bogen. Ja, was sind das verschiedene Bögen oder baue ich den dahin um? Oder wird, ach, der wird zu dem. Oder wie? Das wäre natürlich der Hammer. Ach so. Ja, nee, ich wechsle den Bogen. Ach, und den könnte ich upgraden. Boah, brauche ich da viel Zeug dafür. Den Puka Hoxburgen ist aber... Den hat nicht jeder, oder? Den hab nur ich wegen diesen, dieser Croft-Edition, kann das sein? Da muss ich mal gucken, was ich da alles habe. Ja, genau, wir haben nämlich auch verschiedene Outfits. Da, guck mal her, so. Ah, ja, siehst du? Lara drehen. Ja, alles klar. Hier, der Klassiker. Alter, guck mal. Die alte Lara, so war die in meiner Jugend. Beziehungsweise nicht so, sondern so. Ne, das ist Tomb Raider 2 Style. Ja, du kannst deinen Arsch wieder... Das ist Tomb Raider 1 Style. Das ist Tomb Raider 2 Style. Oh nee, furchtbar, oder? Aber so haben wir früher Tomb Raider gespielt. Guck mal, so sah das früher aus. Oder nicht mehr so gute Texturen, aber halt so grob gepixelt, ne, Leute. Und das war Tomb Raider 5. Genau, das war so 1, 2. Das war, ja genau. Und das hier war so Tomb Raider 5, 6. Ja, das ist hier von vorher. Oh. Was bringt das? Vorteile Ganzkörperregeneration. Tierressourcen gewährt zusätzliche Haut und Fett von Tieren. Gesundheit regeneriert sich im Kampf schneller. Die anderen sind alle nur optische Aspekte. Ist natürlich schon ein bisschen geil. Könnt ihr euch ja, könnt ihr mal hier in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das wünscht, dass wir mal andere Outfits wählen. Da haben wir leider noch nichts. Keine neuen Outfits. Können wir da irgendwas ändern? Ah ne, dann wechselt sie automatisch zu dem wieder. Aber wir können uns dann tatsächlich hier, für den können wir andere Outfits finden. Genau, da können wir jetzt so rumlaufen oder halt so. Das ist ja das vom Anfang, ne? Ich finde den eigentlich jetzt, finde ich ganz cool, das hier, was wir jetzt dann haben. Vielleicht können wir da die Funktionshosen noch ein bisschen anpassen, ne? Können wir da von vorne hinten. Sitzt doch alles prima, super gut, ne? Das wollen wir sehen. Halt, Inventar, da wollte ich jetzt nochmal gucken. Und dann haben wir hier noch das. Was haben wir hier noch? Ausrüstung, Seil und dann Abseildraht. Das haben wir beides schon, super gut. Ja, okay, das war's dann. Ja, okay. Dann machen wir uns in der nächsten Folge, machen wir uns wieder auf und gehen weiter hier unseren Tätigkeiten nach. Und jetzt habt ihr mal das gesehen mit der Aufnahmegrafik. Ihr könnt ja gern mir einen Kommentar hinterlassen und mir sagen, was findet ihr cooler? Wollt ihr mehr Aufnahmen? Wollt ihr einen Misch aus beidem? Und das ist auch noch nicht auf Ultra, also wir kriegen das noch ein bisschen geiler, ne? Einfach nur so. Also, wir sehen uns dann beim Stream oder bei der nächsten Folge. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr für cooler findet. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und ciao.